Herzlich willkommen hier beim No Hand Sport Studio. Und hier ist Ihr Kommentator, Nuni. Ja, und genau damit hat er recht. Ich grüße euch, meine Lieben. Ja, gleich geht's hier los mit dem heutigen Stream. Zweite Liga, DSBL-Match, Team Talent frei gegen Infection Gaming heute Abend. Hier, ne? Ja, wir warten jetzt hier noch auf den einen oder anderen, der sich hier noch ein bisschen verirrt hat. Gleich geht's los. Ich habe mich hier schon bewaffnet, damit das Frauchen nicht wieder kommen muss und trinken bringen muss. Ja, ich freue mich. Schaltet alle ein, seid dabei. Und ja, ich mache jetzt hier wieder mal die Cam aus, weil heute nicht rasiert, Haare glänzen. Ich trage die wieder offen. Ihr wisst, was los ist. Also bleibt dran. Ne? Und ja, seid mal wieder schön aktiv im Chat, meine Leute hier. Ne? Schön aktiv sein. Ja, meine Hübschen, es wird hier gleich losgehen, keine Angst. Haben jetzt hier schon alle. Jetzt tauschen sie sich hier nochmal aus, jetzt hier nochmal Partnertausch hier, ja. Sehr schön hier, jawoll. So also ein bisschen so wie Ringelpieps mit Anfassen jetzt hier gerade, finde ich nicht schlecht. So, Mikrofon hier, alles auf Krampf, muss jetzt hier gerade stehen, so. So, wir haben es jetzt 19.59 Uhr. Bayern Girl, danke für deinen Support hier. Die ist nochmal kräftig dabei. Ich glaube, die hat es hier auch bald verdient, Moderator zu werden, wenn sie hier so aktiv ist. Der Punisher auch wieder dabei, auch ein schöner Moderator. Ich grüße dich. Der Philipp ist dabei und die Leitung natürlich, ne? Kennen wir ja noch von gestern.
nochmal schön Werbung machen hier. Und ja, wir können ja hier schon mal ganz kurz so die Teams so ein bisschen vorstellen. Und zwar auf seitens Infection haben wir den Virus, Mimimi, Crip, Ayran und Galaxy. Ayran gefällt mir jetzt schon mal. So Abend, definitiv der Name des Abends hier. Dann haben wir auf der anderen Seite den iBlack Soul, Philipp, Biggie und Kuluminati oder Kiluminati soll heißen, und das andere ist Peschke oder wie auch immer. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich ihn ausspreche. Passt so. Lassen wir auch so stehen, sonst reiten wir uns nur noch mehr ins Verderben. Oh, Bayern Girl ist einfach Hammer, wirklich, ja. Also selten jemand gesehen, der die gleiche Behinderung hat wie ich. Also muss man erstmal schaffen an dieser Stelle. Ja, Grüße gehen an dich raus. Haben wir schon so ein bisschen Fanboy von Bayern Girl, muss man jetzt hier sagen. Ich glaube, ich mache mir auch so ein T-Shirt, wo dann Bayern Girl draufsteht. Also, mal gucken. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wir starten jetzt hier gleich mit der ersten Map-Kanal. Und ja, wie war euer Tag heute? Ich muss das Mic hier mal noch ein bisschen lauter machen. Bin ein bisschen leise hier heute Abend. Und müssen wir mal gucken. Geht hier gleich los. Ja, wie war euer Tag? Ne? Denkt dran, morgen Nikolaus, heute Abend nochmal Schuhe putzen. Nicht, dass ihr morgen früh die Wurst da drin habt in euren Schuhen. Oder weiß ich nicht, vielleicht den einen oder anderen Kothundebeutel oder sonst irgendwas. Geht hier gleich los. Ich gucke jetzt hier nochmal hier die ganzen Anfragen, die jetzt hier gerade reinkommen. Mal gucken, was hier los ist. So, das Team Talentfrei jetzt hier heute Abend schon fast komplett und startbereit. Hier der Kali auch wieder dabei. Danke dir. So, wir können mal ganz kurz auf die Teams nochmal sagen. Hier Team Talentfrei momentan auf dem zweiten Platz mit 16 Punkten. Nur nochmal, Jastik ist oben mit 18 Punkten auf dem ersten. Und Infection Gaming hier momentan auf dem 11. mit 7. Das heißt, also es wäre nicht verkehrt, wenn Infection Gaming hier heute oder Abend den ein oder anderen Sieg oder Punkt hier holt, ne, und mit nach Hause nimmt, damit sie da so ein bisschen Anschluss finden und nach oben kommen. Aber ich denke mal auch, Team Talentfrei hat sich hier gut vorbereitet. Wie gesagt, der Kiluminati beim letzten Mal nicht dabei, soll wohl ein sehr, sehr starker Spieler sein, wurde mir berichtet. Ich bin mal gespannt, wie er sich heute Abend schlagen wird. Also wenn er heute Abend hier zu 0 rausgeht, bin ich ein bisschen enttäuscht. Da habe ich hier so falsche Hoffnungen gemacht und auch gemacht bekommen hier. Und ja, definitiv schönes Spiel heute Abend. So, der Ayran und der Galaxy könnten jetzt hier auch nochmal den Knopf drücken, damit wir langsam starten können. Wie gesagt, 20.03 Uhr, also endlich mal, wir haben hier wirklich, wir halten hier ja die Zeiten wirklich so gut es geht ein. Lord King Phil ist auch dabei, ich grüße dich, mein Bester. Ja, für diejenigen, die noch hier kein Follow dagelassen haben und Tommy Flashlight hier müsste jetzt hier gerade einen Follow dagelassen haben, wenn ich das im Augenwinkel richtig gesehen habe. So, jetzt sind sie startbereit. Wir können anfangen. Los geht's. Erste Runde. Da ist er, Tommy Flashlight. Ich grüße dich, mein Bester. Und danke dir für deinen Support. Und ja, wie gesagt, diejenigen, die hier noch nicht... Pew auch dabei. Diejenigen, die hier noch nicht irgendwie Follow gedrückt haben, definitiv followen. So, Team Talentfrei jetzt hier im Angriff auf der Map-Kanal. So, guck mal, die Pings hier alle perfekt. Können wir uns nicht beschweren. So, schön zu sehen. Hibana wird mitgenommen, der Termite Ash, Thatcher auch und IQ hier. Der Philipp ist mit dem IQ unterwegs. Und der Verteidiger auch wieder Standard-Operator bei, ne? Der Jäger wird höchstwahrscheinlich und der Puls, die werden so ein bisschen lurken gehen, werden so ein bisschen unterwegs sein, sich den einen oder anderen versuchen zu schnappen. Die Angreifer müssen den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. So,
Jetzt haben wir hier die Bootsvorräte, ja? Also Team Infection hat sich hier die Bootsvorräte vorgenommen. So, wir sehen jetzt erstmal hier schön viel Stacheldraht mitgenommen hier vom Ayran. Der hat da unten Stacheldraht gelegt. Höchstwahrscheinlich das ein oder andere Schild wird hier auch nochmal platziert. Nein, kein Schild. Okay. Kontakt zum Behälter. Sekunden noch bis zum Einsatz. Gleich geht's los. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Die Angreifer haben den Bio-Gefahr. Oh, sie spawnen hier hinten direkt an der Baustelle. Der Robin. Wenn ich das richtig sehe, hat der Robin mir auch gefolgt. Ich danke dir, mein Bester, für den Follow. Oh! Der Ayran ist raus vor dem ersten Kill. Also er müsste jetzt über die alte Einladung wieder reinkommen. Ansonsten können wir das Spiel hier neu starten. Keine Ahnung, was bei ihm los ist, ob er ein DC hat oder ähnliches. Da ist ja der Robin. Danke dir dafür. Ja, mittlerweile schon wieder über 20 Zuschauer. Mensch, ihr seid echt verrückt. Danke für den Support hier. Ja, aber wir haben ja auch wieder ein Top-Spiel hier heute Abend. Zweite Liga, zweiter Platz. Also... da kann man das hier schon erwarten. Ash jetzt hier trifft gleich auf den Puls. Muss hier vorsichtig sein. Geht aber nochmal erstmal nach unten. Ich hoffe, Ayran kommt jetzt hier rein. Ansonsten müssten wir hier nochmal irgendwie abklären. Oh, stark gemacht hier vom Killuminati. Da ist er zu... oh, der Krip geht auch raus. Da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ja, die gehen alle raus. Also, das Spiel hat noch nicht angefangen. Die gehen jetzt alle mit Absicht raus. Gut. Wir können dann jetzt hier nochmal von vorn starten. So, dann starten wir nochmal von vorne. Es gab höchstwahrscheinlich da ein Connection-Problem. Hatten wir so noch nie, meine Damen und Herren. Und ja... wie gesagt, ist ein dezidierter Server, das heißt, also nicht von mir direkt gehostet. Und ja, wir machen nochmal neu auf. Hoffe natürlich, dass es jetzt hier kein DC geben wird. So, vom Server, ihr seht es alles nochmal. Ja, und hier das Bayern Girl macht nochmal mächtig Werbung. Ich danke dir dafür, meine Beste. Richtig schön. Ja, das könnte man sich auch mal vom eigenen Clan wünschen, ne? Hier so mit Pompons und Werbung machen und so, ne? Also, hier Punisher und Co., ne? Wie ihr alle heißt. So, jetzt haben wir hier I Black Soul. Lädt dann den Rest ein. Ja. Wie gesagt, es war ja noch vor dem ersten Kill, das heißt, die DSPL-Regeln sagen, sollte es ein Disconnect geben vor dem ersten Kill, ist das Spiel neu zu starten, da der Ayran jetzt nicht wieder reingejoint ist. Rufy! Oh, mein alter Peter Pan-Freund, ich danke dir für den Follow. Und ja, damit es jetzt hier nicht so langweilig ist, die kommen jetzt hier nochmal alle rein. Peace! Ja. Ja, ich weiß, ich sehe hier aus, als ob ich einen Schlafanzug an hätte, aber ist mir egal. Egal. Ja, ihr könnt ja gerne mal die Hackfresse hier beobachten. Aber wie gesagt, meine Ohren sind schon wieder hier komplett voll geschwitzt. So, da kommt jetzt gleich wieder ein Follow rein. Ich muss mal gucken, ob ich den Namen überhaupt aussprechen kann. Das sei jetzt von Hugovic. Danke dir für den Follow, mein Bester. Es wird hier, wie gesagt, gleich losgehen. Wir starten das Match nochmal komplett neu. Keine Ahnung, warum es hier überhaupt ein DC gab. Ist natürlich ärgerlich. Aber sollte es natürlich jetzt nochmal passieren. Wie gesagt, wir haben einen dezidierten Server. Das heißt, Pings waren alle gut. Und ich denke mal, dann liegt es da höchstwahrscheinlich am Ayran. Aber ich hoffe, dass es jetzt natürlich nicht nochmal passiert. So. Bisher ist ja auch noch kein Kill gekommen. It's Playmaker, ich danke dir für den Follow, mein Bester. Und ja, jetzt hier mittlerweile schon fast 30, aber wie gesagt, ich muss hier nochmal Danke sagen. Wie gesagt,
Bayern Girl macht hier kräftig die Werbetrommel. Ja, also wie gesagt, die. Ja. Könnt ihr ja definitiv mal Bayern Girl hier vom Team Talent frei. Danke dafür für den Support. Ihr könnt ja gerne mal auf die Facebook-Seite gehen und mal da so ein bisschen aktiv sein. So, wir warten. Wir warten. So, ist schon wieder hier fast alle jetzt hier. Ist noch ein Dreiviertel drin, aber wenn das so weitergeht, muss ich doch nochmal die Glocke läuten hier heute Abend oder den Hotbutton anwerfen. Um dass ich ja heute Abend nochmal nicht verdurste. So. Oh Mann. Gucken wir mal ein bisschen, was im Chat abgeht hier heute Abend. Dustin. Dustin ist dabei. Tommy Flashlight. Sinn ist wieder. Rufy haben wir gerade eben schon. Cheated 88, mein Bester. Auch wieder dabei. M16 Beste auch dabei, jetzt hier wieder fast 30, wie gesagt 28 aktuell. Es geht hier aber immer weiter nach oben. So, jetzt sind sie wieder alle drin. Ich hoffe, jetzt können wir das Spiel nochmal erneut starten. Ja, die Cam haue ich natürlich gleich aus. Ich möchte hier nicht zu viel Platz wegnehmen. Und ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Und zwar habe ich mich mal gerade hier mit, ja, ich weiß, ihr denkt jetzt hier, oh, voll in love mit Baby Girl, Bayern Girl. Nein, wir haben uns mal unterhalten. Coole Sau, muss man so sagen, ja. Also wir verstehen uns einfach super, wir ergänzen uns auch so ein bisschen, weil sie labert genauso viel Scheiße wie ich. Also wie gesagt, als ob man so irgendwie aus einem Ei ist. Richtig Hammer. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr Bock drauf habt, dass ich mit einer Dame zusammen hier mal das nächste Spiel vielleicht so live kommentiere, so als Kommentar, ja, so als Partner, ne? Wir können ja mal gucken. Sie kann gerne, also ich bin für sie verantwortlich, das heißt, ich kann mir jemanden aussuchen, der da mitmacht. Wir haben super gequatscht miteinander, wir haben uns super verstanden. Sie hat auch Bock drauf. Schreibt mal unten rein in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt. Wenn ihr Bock drauf habt, dann machen wir das klar. Dann macht sie vielleicht das nächste Spiel mit. Wegen meiner auch das nächste Spiel gegen Aquila oder sonst irgendjemanden. Ist kein Problem, ihr entscheidet es. Natürlich muss die gute Dame auch Zeit haben, aber die wird sich Zeit nehmen, wenn der Boss kommt. Natürlich nicht, aber ja. Wenn ihr Bock drauf habt, ich mache jetzt hier die Cam aus, weil wie gesagt, wenn ich mich hier sehe, wird mir so ein bisschen schlecht und wir starten die nächste Runde, ihr Süßen. Und aus. So, ja, hatten wir gerade eben noch gar nicht. Wir sehen uns hier heute das erste Mal Kanal auf der Map. Hier treten beide Teams an. Zweite Liga, Team Talentfrei gegen Infection Gaming. Ja, so, Team Talentfrei, also Black Soul und der Rest der Truppe greifen an. Und ja, wir hoffen natürlich, dass es jetzt hier keinen DC gibt. Wie gesagt, Wartungsarbeiten standen nicht an. Meine Internetleitung steht, Pings auch alle sehr, sehr im grünen Bereich. Gar keine Probleme. Und weiter geht's. Und natürlich, die Member sind immer noch die gleichen wie von gerade eben. Also Iran, Galaxy, alle dabei. So, und los geht's. So, gleicher Raum wie gerade eben, wird gar nicht lange gefackelt hier. Und wir können ja mal zuschauen, wie sie sich hier schlagen. Wir gucken mal beim Trip zu. Infection nimmt die Bootsvorräte. Auch ein schöner Name, Kaliber 50, mein Bester. Danke dir für den Support und den damit verbundenen Follow. 312, also wir sind straight auf die 500, meine Damen und Herren hier. Und das finde ich geil, wie gesagt. Wirklich, ihr seid echte Top-Community. Besser geht's nicht. Und wie gesagt, ich habe richtig Bock drauf, die ganze Nummer hier mal zu zweit zu streamen in Zukunft. Und ja, dann kann man sich auch mal so ein bisschen abwechseln mit dem Quatschen. Und da wird wieder hier Werbung gemacht. Hier, ich sehe es gerade auf Facebook hier. Ich danke für die Werbetrommel. Ja, ihr könnt alle auch gerne posten. Ladet Freunde ein, ladet irgendwen ein. Es ist geil hier, so eine Community zu haben. Und wir gucken mal, Killuminati jetzt hier wieder sehr, sehr schnell dabei. Trifft hier auf den Jäger. Und den zieht er weg. Krip hat er weggezogen und diese Runde gilt jetzt. Ja, also der erste Kill ist da. Sollte es jetzt ein DC geben, dann gilt diese Runde. Und sollten die rausgehen, dann ja, geht natürlich die Runde hier erstmal
Anti-Zöllen frei. Auf der anderen Seite geht's weiter. Ist hier schon am Raum. Da unten wird er fast gezogen. Der Kapkan liegt. Er hat nichts mehr. Der Puls kommt noch zur Hilfe hier. Sie müssen vorsichtig sein. Puls wird jetzt angehittet. Kriegt auch und frisst aber hier vom Peschken. Und da erfolgt hier der Drop. Kapkan wird gezogen. Magazinwechsel. Ich helfe dir. So, schön aufgehoben. Jetzt kann der Dropper aufgemacht werden. Ladung scharf. Jetzt sind hier aber nur noch zwei Leute. Nur noch der Virus und der Ayran. Ayran hat hier einen schönen Spot. Ah, pass. Ich danke dir für den Follow, mein Bester. Oh, jetzt gleich. Oh, da wird er gezogen. Da hat er nicht gut drauf geachtet. Und jetzt nur noch hier der Bandit. Wir schauen mal, was der Virus hier macht. Oh, da hat der Virus sich aber ein bisschen veraimt. Da kam Philipp mit einem Headshot, mit einem sauberen. Ja, aus dem Grund nimmt man IQ, weil sie hat einfach eine geile Waffe, ne? Also die Weapon hier von der IQ ist eigentlich mit einer der besten. Okay, Hibana hat auch eine geile, ne? Ich denke mal, die wird aber wieder mit dem nächsten Patch wieder runtergeschraubt, ne? Definitiv Bayern Girl. Wie geht's dir, Nuni? Garfield, mir geht's super. Heute gibt's nur ein Spiel, ein einziger Stream. Garfield, wie geht's dir? Ich hoffe, euch geht's auch gut. Und wieder schön alle aktiv hier im Chat. Das gefällt mir. Geile Community. So, ganz kurz nochmal hier die Statistik. Wir sehen hier nichts. War zu schnell. Sorry. Die Angreifer müssen die Tür befahren und Behälter lokalisieren. Auch hier wird der gleiche Raum genutzt. Ja, hier nochmal die Statistik hier. Der Peschken mit 3 Kills in Führung und auf Seiten Infection Gaming ist es noch ein bisschen ruhig. Keine Sorge mehr wegen der Granaten. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie hier für eine Technik haben. Oh, noch 5 Sekunden. Gibt's hier einen Spawn? Trap? Die Angreifer haben schauen wir mal. Behälter lokalisiert, zu seiner Position begeben. Nee, da wird nur die Cam rausgeworfen. Ich dachte schon, da kommt vielleicht der ein oder andere Spawn-Trap. Oh, der Termite schon sehr, sehr weit vorne, aber er geht jetzt in die Drohne. Schön Termite defensiv spielen, das ist wichtig. Weil wenn der weg ist, okay, sie haben noch Hibana, aber selbst dann... Trotzdem als Termite nie immer pushen. Immer defensiv vordrohen und mit dem Thatcher zusammenlaufen. Dann macht man nichts falsch. Da ist schon der erste Kill hier vom Galaxy. Hat der Killuminati einfach mal den Header verpasst. Auch spannend, mit welchem Visier hier gespielt wird. Also, die anderen spielen alle mit dem ASOC-Visier meistens, aber hier wird... mit dem normalen Rotpunkt gespielt. Spannend. Der Philipp jetzt hier im Duell mit dem... Oh, der Gel... auf die Secondary gewechselt. C4! Oh, da wurde er geholt. Er liegt. Er ist geinjured, aber da kommt Ash zur Hilfe. Stark gemacht. Virus sieht den Philipp. Schöner Push oder Angriff, den wir jetzt hier gerade sehen von Infection. Bisher Gameplay sehr, sehr sauber, sehr, sehr schön, was wir hier sehen. 40 Leute! Mein Gott, ihr seid alle verrückt. 40 Leute heute Abend hier schon in dem Stream. Heute erst angekündigt, dann geht's weiter, der Ayran und der Biggie. Zwei Leute jetzt noch übrig hier von Team Talent frei. Also die haben hier mächtig zu kämpfen, ne? Das Gerät ist aktiviert. Da wird aufgemacht. Muss vorsichtig sein hier. Dropper ist geöffnet. Auf der anderen Seite wird der Dock gezogen. Und jetzt heißt es hier Bandit gegen 4. Ja, jetzt ist hier 45 Sekunden noch zu spielen. Also jetzt muss hier...
noch ein Wunder passieren, um dass Biggie die Runde hier holen kann. Ja, der Drop erfolgt. Ah, jetzt kommen sie, jetzt pushen sie. Ma, versucht er aber leider nicht. Erste Runde, Entschuldigung, zweite Runde hier geht erstmal an den Team. Mann, nochmal. Die Runde geht hier an Infection Gaming, meine Damen und Herren. Keine Ahnung, hatte gerade hier zu viel Milch im Intus oder whatever. Keine Ahnung, eigentlich stehe ich hier nicht unter Drogen, dass ich so viel Müll quatsche. Ja, 1:1, sehr, sehr spannend hier auf der Map. Gefällt mir sehr gut. Und da kommt schon wieder der nächste Follower rein. Big, big bang, mein Bester. Ich danke dir für deinen Support. Und ja, diejenigen, die jetzt zuschauen, die es noch nicht getan haben, offizieller DSBL-Streamer hier, No Hand Esports Studio, seit 3 Wochen auf dem Markt. Also noch ganz, ganz frisch. Kein Verfallsdatum überlaufen oder sonst irgendwas. Ja, also alles feinste Ware, die ihr seht. Und schöne Qualität. Also lasst ein Däumchen da, followt und so geht's weiter. Die Angreifer müssen den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. So, jetzt hier. Infection hat sich für den Serverraum entschieden. Sie haben Kessel mitgenommen. Finde ich sehr gut, dass sie da die Fenster natürlich alle zukesseln. Drohne der Angreifer hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Wir schauen gleich mal, wo Team Talent freispawnen wird. 10 Sekunden übrig. Naja, alle Fenster jetzt hier gekesselt. Viel Stacheldraht mitgenommen, sehr, sehr gut. Keine Schilder. Die Angreifer haben den Biogefahrgutbehälter. Spawn fast alle hinten hier am Schwimmdock. Und den Behälter sichern. Und wie gesagt, 314 Follower hier schon. Also wie gesagt, das geht hier hintereinander weg, meine Freunde. Und ich bin jedem Einzelnen dankbar für den Support. So, schöner Push, den wir jetzt hier sehen bisher. Also sehr schnell drinnen. Da wird noch vorgedrungen. Killuminati auf der anderen Seite jetzt hier schon. Wir gucken mal. Geht hier direkt hoch. Wird jetzt hier die Kesselwände aufmachen. Achtung, Explosion! Na, das war nix. Ah, der Peschkin. Zieht den Galaxy da. Aufgemacht, aber Killuminati lässt sich nicht täuschen. Hier sehen wir noch mal ganz kurz, wie alle stehen. So, da wird jetzt aufgemacht. Ah, das Duell zwischen Iron und Killuminati. Also der bandet jetzt hier auch. Der Jäger nicht mehr viel live hier. Muss da vorsichtig sein. Ash hängt am Fenster. Er könnte jetzt holen. Er ist auf Kopfhöhe. Ah, schade. Wie gesagt, der Illuminati Ash wartet hier nur auf den richtigen Moment. Und da hat er den Ellbogen. Ja. Oh, da ist der Infection. Der muss aufpassen. Ah, hat er gut gemacht, der Crip. Da ist der Infection natürlich, was sage ich. Der Crip war da. Philipp aber jetzt hier noch den Iron gezogen. Jetzt kommt es zum Duell. Krypt steht da gut. Oh, hat er gut gemacht, der Philipp. Hat er super gesehen hier. Der Virus aber den Biggie geholt und Mimimi auch. Die Peschkin. Also das heißt jetzt hier 2 gegen 2. Jetzt ist hier die Frage, wer behält hier die Nerven? Na, was sehen wir denn hier vom Virus? Die Angreifer haben die Sicherung des Bio stark gemacht hier. Noch 15 Sekunden. Und nur noch der Thatcher übrig. 10 Sekunden übrig. Jetzt muss der Push erfolgen. 7 Sekunden. Kapkan hat er. Na! Der Bandit macht den Sack zu. Schöne, starke Runde hier vom Virus. Hat die Runde hier nochmal gedreht.
Carlos Serra, ich danke. Ja, Vita, alle dabei. Ihr könnt alle mal schön followen, meine Besten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. PHLSN. Ja, danke dir. Kann auch Pissen heißen. Ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht ist es auch ein I gewesen mit H. Danke dir für den Follow, mein Bester. Wir schauen nochmal ganz kurz hier auf die Statistik. Ja, wie gesagt, wir schauen mal, wie jetzt der Angriff hier von Team Talentfrei. Müsste jetzt Angreifer, Team Talentfrei sein? Mal schauen. Nein. Infection greift an. War gerade abgelenkt, hab gerade im Chat ein bisschen gelesen. Ja, auch hier wieder Bootsvorräte genommen. Kontakt zum Behälter. Ja, ich habe das Sponsorenlogo heute mit Absicht rausgenommen, aber diejenigen, die mich kennen und die uns kennen, wissen, dass wir von Gaminger Jumpstring Sponsor sind, Sponsoren haben, also hier jetzt hier eine Partnerschaft. Ich habe es mit Absicht rausgenommen, da unten, ja, alles schön zu sehen sein muss. Ne, wer da gegen wen spielt. Also danke, Ajak, für die WhatsApp. Und ja, Grüße auch an dich, Ajak. Was gab's heute zu Mittag, mein Bester? Schreib doch mal rein. Die Angreifer haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert, zu seiner Position begeben und den Behälter sichern. Ja, wieder über 42 Zuschauer jetzt hier. Biggie hat nur Hühnerbrust. Ah, jetzt hier, ihr seid die Besten. Der Chat ist echt wieder Hammer. Aber wir konzentrieren uns ein bisschen aufs Spiel. Weil wenn jetzt hier Infection den Angriff so gut macht, wie sie gerade eben, ja, möchte ich sagen, verteidigt haben, dann steht es jetzt hier schon 3:1 für Infection. Und das wäre eine gute Hausnummer hier für Infection. Der Philipp holt den Virus weg, sehr, sehr stark. Ayran jetzt hier noch an der Baustelle, hat noch den einen oder anderen, ja, weiß auch immer nicht, ob er mit seiner Twitch-Drohne wahrscheinlich vorgedroht. Also bisher Termite noch draußen. Aber jetzt hier gibt es gleich Besuch für die Valkyrie. Ah, macht aber schön sauber, schön langsam hier der Galaxy. Die Valkyrie wartet jetzt aber schon. Das müsste er gehört haben. Und da hinten ist der Jäger. Den hat er gesehen. Ah, er veraimt, aber er kriegt dann doch noch den Headshot. Der hat der Kilominati nicht aufgepasst. Und da kam die Valkyrie von hinten. Der Philipp. Aber der Philipp macht weiter. Dem ist es nicht genug. Der will auch noch Ash ziehen. Da noch die Twitch, ohne die ein bisschen Sorgen bereitet. Ayran ist drin jetzt auch. Oh, stark hier vom Philipp. Ja, da war Ash. Er muss aufpassen. Ja. Hat er nicht, ja, mit Krip gerechnet da in dem Moment. Also jetzt hier momentan 3 gegen 3. Jetzt werden sie den Boden aufmachen und dann müsste der nächste Follower reinkommen. Oh, nur mein Bester, ich danke dir für den Follow. Schönes C4, was wir da gesehen haben vom Black Soul. Hat er Mimimi geholt. Ja, Infection muss jetzt hier aufpassen. Nur noch zu zweit unterwegs. Jetzt nur noch alleine. Ah, schön den Dock geholt hier, der Krip. Er hat noch 18 Sekunden. Er muss jetzt hier ein bisschen was zeigen. Aber der Bandit steht da gut. Da kommt das C4. Ja, 10 Sekunden wird schwer hier. Ja, er muss rein und er liegt umkämpft, hat er gut gemacht. Die Angreifer haben den Biogefahrgutbehälter nicht rechtzeitig gesichert. Hat er gut gemacht, der Biggie hier. Schöne Runde. Faires Gameplay, kein Nachschießen in die Leiche oder sonst irgendwas.
Nun, you are the best, man. Ich danke euch für den Support. Aber ihr seid die Besten, weil ihr seid das, was den Stream hier zum Leben erweckt, ja? Also wie gesagt, wenn ich hier alleine sitzen würde und mit der Wand reden würde, gut, dann würde ich mir höchstens noch hier das Bayern-Girl einladen. Da könnten wir uns ein bisschen zusammen die Wand angucken und ein bisschen Scheiße labern. Aber ihr macht das Ganze hier erstmal wichtig. Und da ist er. Tag, Nuni Atze, der Ajak. Ajak, mein Bester, was gab's heute zu Mittag? Nochmal die Statistik für euch. It's my favorite channel. Ja, das freut mich, Onur. Danke dir und immer schön aktiv sein, mein Bester. 45 Zuschauer momentan hier. Ja, interessant, was wir jetzt hier sehen. Und zwar jetzt hier das Kartenbüro. Bennett geht jetzt aber raus. Ah, okay. Verteilt jetzt hier nochmal schön Stacheldraht. Also Infection jetzt hier in der Verteidigung. Wir schauen mal, wie jetzt hier der Angriff von Team Talent frei so vonstatten geht. 2:2 steht's. Ja, die wichtigsten Wände wurden gezogen. Hier hinten fehlt noch eine. Vielleicht lassen sie die auch offen. Biogefahrgutbehälter von Angreifern lokalisiert. Jetzt alle bei der Baustelle gespawnt. Sehr interessant. Und der Pane, mein Bester, du bist ja auch da. Kennst du mich noch mal hin? Kannst dich dran erinnern? Ja, ich grüße dich. Rotpunkt MLG Style. Ja, Panem, ich grüße dich hier in dem Stream. Ja, mit dem Panem habe ich mein allererstes Spiel vor der DSBL-Zeit, haben wir mal zusammen kommentiert, aus Fun eigentlich. Und daraus ist die ganze Sache entstanden. Wir haben das mal so, ja, aus Juxodollerei, so ein Fun-CV da ein bisschen gestreamt. Also, was heißt nicht gestreamt, eigentlich nur dumm kommentiert und scheiße gelabert, wenn man es ehrlich möchte. Aber war lustig gewesen. Also, Grüße gehen an dich raus, Panem. Auch wenn du dem Clan fremd gegangen bist, mein Bester. Aber ist ja nicht schlimm. Damit habe ich nichts zu tun. Und der Ayran zieht den Black Soul hier. Guck mal, wo ist der Ayran? Der hat einen schönen Spot hier. Nachladevorgang. Killuminati kommt da rein. Zieht den Ayran da weg. Mit der Ash. Und wenn er jetzt nochmal rüber geht, da ist schon... Souverän. Sehr, sehr schönes Aim, was wir gerade gesehen haben. Jäger auch schon fast down hier. Krip hat da Probleme. Also, den könnte man theoretisch schon umhusten. Mal jetzt hier was machen. Ja, jetzt machen sie noch den Dropper auf. Da war gerade schon der Bandit, der Virus. Ja, 45 Sekunden, also noch genug Zeit, um hier einen Pot zu holen. Und jetzt wird gleich der Jäger gezogen, wenn er nicht aufpasst. Der Drop ist Erfolg von Philipp. Oh, souveräner Dropshot hier von Philipp. Direkt hingelegt. Puls auch noch am Leben. Oh, oh, da wird er stark angehittet. Da kann er hier aber zwei Leute ziehen, der Puls. Was ist hier los? So schnell wendet sich das Blatt. Die Angreifer haben die Sicherung des Und Infection Virus holt die Runde. Es bleiben noch 5 Sekunden. Haben sie gut gemacht. Puls schön hinterlaufen. Zwei Leute mitgeholt und den letzten auch noch. Gymathletic! Nuni zahlt, Digga. Hashtag Nuni zahlt. Gymathletic, mein Bester. Er ist wieder da. Wandschauen, beste Hobbys, definitiv bei einem Girl. Und da haben wir schon den nächsten Follow reinbekommen. Und zwar Attaquan91, mein Bester. Danke dir für den Support. So muss das sein. Da ist er.
Und wie gesagt, momentan hier, beide Teams schenken sich nicht. Es geht hier um 3 Punkte in der DSPL-Liga. Der Pitbull, grüße dich. Vielen Dank für deine Unterstützung. So, jetzt haben sich hier Teamtalent frei wieder den Serverraum ausgesucht mit dem Castle dabei, um die Fenster zu castlen. Sehr, sehr schön. Ja, die wichtigsten Wände alle gezogen. So gehört sich das. Also braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. Ihr kennt es ja alle. Ihr wisst ja, wie es hier abläuft. Eine Wand fehlt dann noch. Vielleicht lassen sie die auch offen. Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Kein Spawn Trap. Die Angreifer müssen den aber gleiche Taktik wie gerade eben zuvor. Biogefahrgutbehälter von Angreifern lokalisiert. Ja, ja, der Krip achtet natürlich jetzt hier drauf, dass hier nicht irgendein Fenster aufgeht oder sonst irgendwas. Aber schön gemacht. 2 hinten gespawnt am Kanal, also am Bootssteg und 3 hier. Mimimi muss da wieder vorsichtig sein, denn nicht, dass da einer aufschlägt und dass er geholt wird. Sledge geht den unteren Gang. Ayran auf der anderen Seite schon oben. Hier sehen wir mal ein schönes Beispiel, wie man mit der IQ auch umgehen kann. Also wie gesagt, für mich war bis zu dem letzten Update, ja, bis vor kurzem, sage ich mal noch, eigentlich so mit der Operator, der am wenigsten Sinn gemacht hat damals, ja, also man hat immer gedacht, wofür IQ? Ja, aber jetzt macht sie langsam Sinn, nachdem die Valkyrie rauskam und die Valkyrie-Cams ziehen kann und, ist IQ sehr vernünftig. Naja, sie lassen sich da noch Zeit. Oh, das könnte. Ich werfe eine Spitze. Was für eine Nade! Also Respekt am Virus. Die Nade war mal sehr, sehr geil. Also wirklich. Killuminati, aber den Galaxy geholt hier. IQ Ayran hat hier nicht wirklich mehr viel. Ja, mittlerweile 52 Zuschauer, meine Damen und Herren. Danke erstmal. Grüße zurück und Grüße an Ayak. Ja, Mann. Perfekt. Danke dir, Panem. Und schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und ja, Ayran wird jetzt hier erstmal wieder aufgehoben. Ja, alle haben sie hier eigentlich einen vernünftigen Spot. Direkt zwischen den Servern jetzt hier. Oh, Biggie, Respekt an den Header, geile Nummer. Hat mir gefallen, das was wir hier gerade gesehen haben. Und da geht's schon weiter, der nächste Follower. Der Gamer Max müsste das sein, wa? Oh, da ging es aber ganz schnell, ich habe hier ganz kurz drauf geguckt und ja. Teamtalent frei, Glückwunsch. Habt ihr die Runde geholt, Jungs? BC Steve, Alter. Beste. Danke dir für den Follow. Aber da geht's weiter. Wie gesagt, jetzt kamen hier ein paar Follows rein. Olle Schwingtitte. Ich grüße dich. Geiler Name. Gefällt mir, alte Euterschleuder. Schleuder, Euter, was. Gamer Max. Danke dir, dass du zuschaust, Max. Und danke für deinen Support hier. So, mittlerweile 321 Follower, ihr seid wirklich unnormal hier, wirklich allesamt. 3:3 steht's, also die beiden Teams nehmen sich hier nichts. Sowohl, ja, Team talentfrei als auch Infection Gaming. Die Angreifer müssen den Biogefahrgutbehälter. Ich habe gerade was getrunken, nehmt's mir nicht übel. Und weiter geht's wieder, der Serverraum jetzt hier von Infection. So, am besten mal so, damit wir auch sehen, welche Wände hier alle gezogen werden. Ja, mittlerweile hier fast 60, wir sind bei 57 Zuschauern. Also ihr könnt ja jetzt nochmal hier richtig schön die Werbetrommel rühren. Schön nochmal auf Facebook posten, wer hier alles live ist. Und dass hier einer der geilsten Streamer hier gerade ist. Schön und die geilsten Streams und hier alles. Nein, nein, ihr braucht natürlich nicht auf die Kacke hauen, weil die Leute sehen es natürlich selbst, wenn sie hier zuschauen, ne?
Und ja, ich freue mich, dass es hier so einen schönen Stream gibt und dass wir hier das Spiel streamen dürfen. Und ihr natürlich alle dabei seid. Die Angreifer haben den Bio gefahren. So, wir haben jetzt hier mal einen Blackbeard dabei. Kein Spawn Trap, Camps sind aus. Sie sind auch wieder, haben sich geteilt. Oh, schön, Killuminati hier. 1 gegen 1 gegen Krip, aber Krip hat den Kürzeren gezogen. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Biggie macht da jetzt schon so ein bisschen Druck oben mit dem Peschkin. Mal. Blackbeard jetzt hier schon am Server. Am Serverraum. Ich hab eine EMP-Granate geworfen. Platziert. Da kommt da. Da ist er die Treppe hochgekommen und wurde gezogen, der Mimimi. Stark gemacht vom Black Soul. Also beide Teams hier am heutigen Abend definitiv auf Augenhöhe. Sowohl Infection als auch Team Talent frei. Ziel aufgespürt. Die Angreifer sichern. Der Kapkan, souverän hier. Und da kommt nochmal der Bandit jetzt in den Raum. Holt sich den Blackbeard. Und weiter geht's. Der Ash hängt da draußen. Muss vorsichtig sein. Er sieht Ash dadurch. Er sieht ihn. Hat aber nicht geschafft. Und er ist alleine. Er ist alleine, er muss rein in den Raum. Philipp aimt aber schon dahin. Das heißt, er hat eigentlich so gut wie keine Überlebenschancen. Ja, und gleich ist der Raum eingenommen. Von hinten kommt jetzt auch noch. Ja. Was soll er machen? Behälter ist gesichert. Die Verteidiger haben versagt. Schöne Runde. Gefällt mir. So, hier für euch, Banausen, nochmal ganz kurz die Statistik. So, 321, also wie gesagt, gestern noch die 300 geknackt, heute schon wieder fast hier die 350, streben wir hier schon wieder an, also Bootsvorräte. Ja, geiler Raum, gefällt mir. Die Wandverstärkung ist fast fertig. Drohne der Angreifer hat Sichtkontakt zu Behälter. So. Noch 10 Sekunden. So, und hier nochmal ganz kurz. Es bleiben noch 5 Sekunden. Vom Bayern Girl. Jetzt habt ihr es alle gehört. Ja, das macht sie selber. Und da ist kein Button oder so, der das macht. Fragt nicht wie. Ja, da fehlen so ein paar Stimmbänder am Hals oder wo auch immer. Also wie gesagt, ist verrückt, hört sich geil an. Und ja, supportet an dieser Stelle beide Teams. Sind schon, ich sag jetzt mal, gut vorgerückt unten. Machen sie jetzt hier gleich ein bisschen Druck. Naja, jetzt. Ah, die Nate kam nicht durch. Jetzt die nächste Nate hier. Die kam durch, aber ist zu weit geflogen. Biggie wird jetzt sozusagen hier weiter den Bandit-Trick machen.
Ja, sie haben Schild, sie könnten theoretisch vorrücken, müssen natürlich vorsichtig sein, dass da... Ja, kein C4 geflogen kommt, möchte ich jetzt sagen. Ah, schön taktisch gemacht. Gefällt mir. Und da ist er drin, ne? Da haben wir das C4, glaube ich, gerade gehört. Oh, jetzt macht der Termite auf. Auch schön zu sehen hier. Oh, da geht's weiter. Killuminati holt Galaxy und Iron den Peshkin. Oh, da rennt er runter. Nee, er ist nicht hoch. Aber der Bandit kaum noch live, hat jetzt hier Probleme. Killuminati wieder, den Virus. Ja, und Schild gegen Schild ist hier... Ah, stark gemacht hier. Was eine Reaktionszeit von Biggie und Philipp aber auch. Und jetzt nur noch hier... Mimimi. Ich hoffe, er reißt sich zusammen. Ah, schön, Claymore. Feind draußen. Jetzt muss er ein bisschen vorsichtig sein. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Den hat er gut gezogen, den Biggie. Respekt. Noch 15 Sekunden. Ja, hat nicht sollen sein. Black Soul an dieser Stelle mit dem Headshot. Ja, war direkt zwischen die Augen. Ja, Glückwunsch, man war ja, ging ja jetzt hier so schnell, habe ich ja glatt vergessen, dass hier schon ein Match bei Runde war. Glückwunsch hier an Team Talentfrei. Erste Runde geht an sie. Und mal sehen, ob wir jetzt hier ein kleines Päuschen machen. Oder ob es weitergeht. Hier nochmal die Statistik. Ja, was ist los hier? Der Chat so ein bisschen eingeschlafen, wieder so ruhig. Oder habe ich hier einen Bug drin oder wie auch immer. Ihr könnt ja mal ein bisschen Druck machen jetzt hier. Mach mal ein bisschen, schreibt mal was hier. Ja, ich bin immer noch da, immer noch am Leben, total am Schwitzen. Aber egal, für euch schwitze ich mir hier auch einen ab. Hier ist egal. Ziehen wir durch. So. Mal gucken. Vielleicht geht der ein oder andere jetzt hier noch sein kleines Geschäft oder auch Großes erledigen. Vielleicht hat der eine Magendremmeln oder ähnliches und sagt, Mensch, nochmal schnell Rücken ausschnauben. Ja, ihr könnt euch auch nochmal ganz kurz was zu trinken, was zu essen holen. Ja, wie gesagt, die eine oder andere Binde wechseln ist mehr Jacke wie Hose. Geht hier auf jeden Fall gleich weiter. Ja, wie gesagt, bei mir wird es langsam dünn, aber es hält, es hält, es hält. Auch wenn wir hier ein sehr, sehr langes Spiel bisher schon haben, also... Respekt an dieser Stelle. Beide Teams hier auf Augenhöhe, wie schon bereits gesagt. Aber wie gesagt, der Chat könnt ihr mal nochmal... Jetzt kommt der Chat langsam wieder. Da haut er raus. Ja, wie gesagt, Babygirl. Babygirl. Mm, jetzt rast sie gleich aus. Bayerngirl natürlich. Ich, wie gesagt, ich werde es nie hinkriegen. Nehmt es mir nicht übel. Aber wie gesagt, das gefällt mir. Wir können ja, wie gesagt, nochmal hier für alle die, die es vorhin verpasst haben. Er haut es jetzt hier nochmal mit Cam auf Krampf. Pikachu. Respekt an dieser Stelle. Also wie gesagt, da fehlen definitiv ein paar Chromosome. Oh, weia. Ja, Mensch, morgen ist es soweit. Heute Abend nochmal Schuhe putzen. Denkt dran, morgen kommt der Nikolaus. Und wie gesagt, ja, schenkt euren Kindern was. Und wenn nicht, wenn ihr keine Kinder habt, schenkt euch selber was. Belohnt euch. Belohnt euch einfach mal selber. Und wenn ihr euch nicht belohnt, belohnt den Channel hier. Lasst ein Follow da. Geht auf Facebook. Apropos Facebook. Wie gesagt, können wir ja auch nochmal ganz kurz zeigen hier. Ich weiß, geht euch auf den Sack, aber hier, Facebook. No Hand Esports Studio. Wer noch nicht da war... Lasst einen Daumen da und jetzt nochmal Dogs of War und No Hand Gaming. Osterturnier, Freunde, anmelden angesagt. Ja, hier März 2017, wenn ihr die Eier habt, meldet euch an. Alle Teams der DSBL können mitmachen. Entweder auf No Hand Gaming oder auf DOW.
also hier Dogs of War Facebook-Seiten, könnt ihr euch anmelden, da gibt es auch weitere Informationen, da wird auch immer wieder Neuigkeiten gepostet und. Juradogs mit dabei als Streamer, Maroti mit dabei, meine Wenigkeit auch vertreten, das heißt, ihr werdet die Powerglatze auf jeden Fall sehen. Und ja, es unter anderem Sponsoren, Jumpstring, Gamix, Gaminger, es wird Sachpreise geben ohne Ende, nicht nur hier ein Schlüsselband oder so, nein, es wird hier Gaming Seed und, also anmelden, dabei sein und auch mal absahen. Also nicht nur hier spielen für nichts, sondern auch mal richtig mit Sachpreisen und das könnt ihr, wie gesagt, in diesem Turnier. Es wird das erste Turnier von den beiden, also wird es natürlich den einen oder anderen Fehler geben oder wie gesagt, nicht die Perfektion erwarten jetzt hier, die ihr von den großen anderen Teams erwarten könnt. Da ihr, wie gesagt, No End Gaming jetzt hier gerade mal 3 Monate alt, wenn überhaupt, meine Wenigkeit seit 3 Wochen hier und ja, Dogs of War schon ein bisschen länger im Geschäft, aber ist ja eine Kooperation, die da vonstatten ging und ja, ich freue mich definitiv und ich hoffe, ihr seid dabei. So, jetzt hauen wir die Cam wieder weg, würde ich sagen, oder? Weil total langweilig. Die Leute sind von Pikachu geschockt. Ja, Bayern Girl. Respekt erstmal an der Stelle nochmal. Verrückt. Verrückt. Aber wie gesagt, schreibt definitiv rein und ich bin dafür, wir machen definitiv. Definitiv nein. So, an dieser Stelle musste definitiv der Maverick lachen. Ich grüße dich, mein Bester. Aus Gründen hat er das gemacht. Kleiner Insider an der Stelle. Ja, seid mir nicht böse. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ja, ich muss definitiv mal mit ihr zusammen streamen. Wie gesagt, echt eine Powerbraut. Die kann genauso viel Scheiße labern wie ich. Und ich denke mal, zusammen werden wir da definitiv den ein oder anderen Riesenkothaufen hinbekommen. Es geht los. Meine Cam geht aus. Bis dahin. Der Nuni. Ich bleibe natürlich da. Cam Overlay, Webcam. Peace. So, 40 Zuschauer. Lie or Die ist dabei. Rexor wieder. Sehr, sehr. Chicken Charlie auch. What the fuck? Alle so voll am Ausrasten, was da los ist. Besser als Bauern Girl. Ja, Bauern Girl wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Habt die Ehre. Ihr freilich Bauer, so Frau hier. What's up, this? Ja, ne, geht natürlich auch. So verschreckt man Zuschauer. Ja, stimmt eigentlich. Seitdem ich Pikachu angemacht habe, haben wir jetzt hier nur noch 40 Zuschauer. Also wie gesagt, Bayern Girl, hau mal hier nochmal die Werbetrommel bei Facebook für dein Team. Und auch fürs andere Team natürlich. Und wir schauen uns jetzt hier mal Map Konsulat an. Ja. Bin mal gespannt, ob jetzt hier war Infection, da muss ich sagen, Infection Gaming sehr, sehr stark gewesen auf der ersten Map. Ja, aber es hat halt nicht sollen sein. Da hat es halt am letzten Funken am... Ja, der hat da gefehlt. Und ich denke mal jetzt hier... Wird hier nochmal was kommen und na klar, welcher Raum soll es sonst sein hier? Sie haben sich das Archiv ausgesucht und hier werden natürlich oben gleich die Dropper gemacht, der Bandit gleich hochgerannt. Macht natürlich hoffentlich beide Dropper, also da hat er schon beide gezogen, einer jetzt hier noch übrig. Oder hat er noch einen? Ne, er hat noch einen. Also alle 3 Dropper sind gemacht. So. Ich könnte jetzt einen Döner essen, ne? So mal am Rande, so was ganz anderes. Ich könnte jetzt mal hier so einen Döner auf Krampf fangen. 5 Sekunden übrig. Schön mit Knoblauchsoße, schön alles voll stinken, sodass die Freundin sich wegdreht. Standort. Ja, herrlich. Der Behälter ist unbekannt. Die Angreifer müssen den Biogefahrgutbehälter lokalisieren und sichern. So. Ja, wie gesagt, gestern war ja das große Spiel mit Majestics. Also wie gesagt, waren ja auch 80 Zuschauer. Ihr habt es gesehen, wieder da wurde wieder richtig... Power Gaming betrieben hier, mindestens 28.000 DPI hochgefahren. Grüße an dieser Stelle an Majestic. Jetzt hier nochmal vorgedroht, alle bisher in der Drohne hier noch. Unten im Raum haben wir 3. Der Sledge jetzt hier schon drinne. Oh. Cam muss ganz am Anfang aus hier. So, Galaxy macht den hinteren Dropper auf. Oh, da wurde er angehittet von wo jetzt? Das habe ich... Hat da ein bisschen was abbekommen. Hm.
unten, wie gesagt, noch die drei Jäger jetzt hier oben gegen den Virus, wenn ich das richtig sehe. Ah, Peschkin holt den Galaxy mit einem Headshot. Ja, nehme ich später an, mein Bester. Na, will der Jäger den doch nicht ziehen? 1:15 jetzt hier noch zu spielen. Herzschlagsensor eingesetzt. Oh, der Krip. Jetzt kommen sie über die Garage. Oh, stark hier vom Peschkin. Wie er den Krip zieht. Der Philipp auch aktiv zwischenzeitlich. Hat den Virus, den Geist, ja, den Gar ausgemacht, besser gesagt. Oh, der hat da eine gute Position, hat auch den Iron mit einem Header gezogen. Und wenn jetzt Mimimi die gleiche Position einhält, dann könnte es lustig werden. Vielleicht rennt er außen lang. Mal gespannt. Da kommt der Doc, der will pieken. Der Peschkin. Und der macht das Ding zu. Auch noch ein Header. Also, der spielt hier echt souverän. Oh, hat er nicht schlecht gemacht. Also drei Header hier gezogen. Respekt von meinerseits. Hätte ich nicht besser machen können. Nein, deswegen bin ich Streamer geworden. So, hier nochmal die Statistik hier für die erste Runde hier. Ja, Infection definitiv. Also wie gesagt, die schlagen sich hier definitiv super. Kann man sich nicht beschweren. Ja, wie gesagt, Chicken Charlie, schau dir das mal auf Facebook an. Ich weiß nicht genau, wie viele Teams dabei sein werden hier bei dem Cup, aber es werden reichlich sein. Es wird auch aufgesplittet, das heißt, dass auch die kleinen Teams was gewinnen können. Und, sage ich mal, nicht gleich gegen eine Aquila oder eine Awake oder sonst irgendwen dann zum Beispiel antreten müssen. Ja, und auch Infection jetzt hier nach unten gegangen. Machen die Garage zu. Dropper jetzt hier aber... Drohne der Angreifer hat Sichtkontakt zu auch gemacht. Stacheldraht ist ausgelegt. Lassen sich ein bisschen viel Zeit bisher. Achso, die machen den hinteren Dropper auch noch. Ja, Galaxy jetzt hier auch noch es mit nach oben gekommen. Müssen sie vorsichtig sein, wenn die jetzt pushen, die Jungs. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Biogefahrgutbehälter von Angreifern lokalisiert. Zu seiner Position. Wir schauen uns mal an, was jetzt Black Soldier zu bieten hat. Aktiviere Drohne. So, ich muss jetzt ganz kurz hier mal was machen, tut mir leid. Ich bin wieder da für euch. Raus aus dem Sprengbereich. So, erstmal Stacheldraht jetzt hier weggekloppt. Ja, der Iron hat sich zurückgezogen und Mimimi, den Peschkin. Hoffe, dass ich dich richtig ausspreche. Wenn nicht, wie gesagt, verfluch mich, ist kein Problem. Ich komme eh in die Hölle. Zu viel Scheiß gebaut im Leben bisher. Aber was soll's. Blackbeard jetzt hier auch nicht mehr viel live. Kommt jetzt da, trifft auf Iron gleich. Iron krabbelt davor. No! Iron gut angehittet. Muss sich zurückziehen. Sensor eingesetzt. Magazinwechsel. Iron hat da nicht mehr viel. Ja, Iron geht in den Raum. Vernünftig. Das ist vernünftig vom Iron. Ja, auch hier jetzt nur noch 1, 5, 10. Oh, der Biggie.
Mann, ich gönn's ja schon so ein bisschen den Faction momentan gerade, dass die jetzt hier mal so den Anschluss so ein bisschen finden und so richtig nochmal BÄM machen jetzt hier. So BÄM Lee, kennt ihr? Biggie nicht mehr viel, Gluminati nicht mehr viel. Ich staune, dass Kawaira im Raum ist und nicht lurkt. Also nicht rumrennt oder irgendjemand holen will. Puls der Einzige, der jetzt hier oben noch so ein bisschen am Chillen ist. Oh, jetzt könnte es gleich... geh doch um die Ecke, Iron mit dem C4, geh doch um die Ecke, Mensch Galaxy. Jetzt muss er aufpassen. Es bleiben noch 15 Sekunden. 10 Sekunden. Er hat sich zu lange Zeit gelassen, wa? Oh, stark! Noch 5 Sekunden. Die Angreifer haben die Sicherung des Biogefahrgutbehälters eingestellt. Puls ist aber auch noch drin, ne? Oh, hat er aber gut gemacht, der Galaxy. Rechtzeitig gesichert. Mission der Angreifer. Hat er schön gemacht. Haben wir in letzter Zeit noch, in der letzten Sekunde noch zuschalten können. Ja, Mensch. So ist es. Ne, so ist es und nicht anders. Einmal erwähnt und schon sind sie wieder da. Die Freunde von Infection. Ja, der Styler auch wieder da. Ich grüße dich, mein Bester. Garfield. Ja, Garfield, ich habe dich nicht vergessen. Wie gesagt, ich denke noch an die T-Shirts, an die Caps. Ich versuche das diese Woche noch irgendwie unter einen Hut zu bekommen, dass ich da nochmal gucke. Ich habe jetzt hier das Photoshop bekommen, muss das Logo nochmal größer machen und guck dann nochmal, wie teuer das Ganze wird. Ich sag dir dann nochmal Bescheid, mein Bester, und dann bestellen wir definitiv für dich. Ich habe dich da nicht vergessen. Also keine Angst, ich habe bloß, wie gesagt, momentan auf Arbeit sehr, sehr viel zu tun. Ah, geiler Raum. Ich bin zufrieden. Ich bin immer gespannt, wie sie den hier verteidigen. Das Verwaltungsbüro finde ich persönlich sehr, sehr geil. Und nicht nur das finde ich geil, meine Damen und Herren. Das ist voll eklig. Voll am Abkacken, voll am Schmieren. Nein, Spaß beiseite. Hier muss man auch mal ein bisschen lachen können hier. Mit Freude dabei sein. Und es ist so scheiße heiß hier bei mir in dem scheiß Studio. Weil wie gesagt, Heizungsrohre laufen hier direkt lang, sind schon noch abisoliert. Ich glaube, ich sitze hier bald wirklich mit der Klimaanlage. 5 Sekunden übrig. Ah, da können wir einen Spawntrap erwarten diesmal. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Aber Schildträger. Sehr, sehr geil. Lokalisieren und sichern. Oh, der Iron! Hat das schon mal losgelegt. Und hat den Jäger geholt. Tut mir leid, dass wir da jetzt gerade nicht drauf waren. Aber Infection kommt. Man merkt, sie sind bissig. Die haben wieder Anschluss gefunden. Und nicht verkehrt hier mit einem Schild vorzugehen. Ich habe gerade die Info. Oh, der Philipp wieder hier, den Crip. Und da geht's weiter. C4 und da ist dann auch Geburtstag. Doch nicht. Valkyrie haut ab. Hat ein bisschen Schiss. Zieht sich dann doch lieber zurück. So schnell ist keiner irgendwo. Speedy B. Oh, da ist er tot. Schalalalala. Nein, das sollte jetzt keine Hommage sein, dass ich das geil fand. Aber hat gerade so gepasst. Tut mir leid. Herrlich. Ja, Montagne finde ich geil, wenn man den spielt, ja. Also wie gesagt, wir haben ja bei No End Gaming auch so ein paar Leute und Spezialisten, die sagen, ohne Schild gehe ich nirgendwo hin. Und mir ist schon wieder warm. Ich muss was trinken, ich quatsch zu viel. Mal kurz. Oh. Oh, der Virus, den Peschkin.
Es hört sich so geil an, wenn Montagne kommt. Mache den Weg frei. Nah bei mir bleiben. Ja, es sind jetzt nur noch Black Saul und Biggie im Raum. Oh! Da liegt der Virus. Aber den haben sie nochmal 50% gegönnt und jetzt ist hier vorbei, glaube ich. Black Soul alleine gegen den Rest. Ja, ja. Und da ist es schön und da ist auch der... Ja, da kann er nicht viel machen. Geile Taktik, hat mir gefallen. Tut mir leid, aber coole Runde von Infection. Muss man sagen, ja. Also Respekt hier von meiner Seite. Und wieder 40 Zuschauer, so muss es sein. Schön aktiv hier. Ja, und so schnell führt hier Infection. Also wie gesagt, das ging hier mal ratzfatz hier über die Bühne. Habe ich wohl gerade eben schön auf meinen Monitor gespuckt. Muss jetzt hier mal ganz kurz putzen. Ist kacke, wenn es so ein bisschen flimmert. Oh. Oh ja, ich muss hier ganz kurz Luft reinlassen, sonst gehe ich hier heute noch baden. Oh. Luft. Die Angreifer müssen den Standort des Biogefahrgutbehälters. Wie gesagt, ich muss auch nochmal an der Stelle sagen, ich finde es so scheiße, dass die Joko und Klaas abgesetzt haben. Also wie gesagt, auch zwei Leute, die den gleichen Behindertengrad haben wie ich. Und die einfach nur mega lustig sind. Also finde ich persönlich. Aber was soll's. Muss ich den Job übernehmen und lustig sein. So, auch hier jetzt der gleiche Raum von Infection. Mal sehen, ob die das besser machen. Und mal gucken, ob Team Talent frei jetzt auch sagt, wir rocken das Teil jetzt auch hier mit dem Schild. 5 Sekunden übrig. Biogefahrgutbehälter von Angreifern lokalisiert. Und los geht's. Black Soul wieder mit dem Blackbeard unterwegs. Also man merkt hier schon, jeder hat hier so seine Klasse, die er spielen kann. Kein Schild dabei. Also die verzichten auf die Schildtaktik. Ich hätte es ja jetzt gut gefunden, mal so mit Thatcher und einem Fuse oder so, ne? Den hat man ja auch lange, lange Zeit nicht mehr gesehen. Fuse wird hauptsächlich nur noch in Fun-CWs oder im Locker gespielt. Aber so in, sag ich mal, Ligaspielen der Fuse total unterbewertet. Oder unbeliebt oder wie auch immer. Wir gucken mal Innenraum. Hier sehen wir das Ganze. Drei Leute im Raum. Jäger liegt da hinten. Und Galaxy ganz hinten als Puls. Also alle in der obersten Etage. Naja, die warten jetzt natürlich hier. Die haben die Zeit. Die brauchen nicht viel machen, außer warten, bis sie kommen. Black Soul da schon wieder so ein bisschen am Druck machen. Muss aufpassen, dass er da nicht weggezogen wird, wenn seine Beine da zu sehen sind. Oh! Da hat er wohl Red Bull gedrückt und keine Flügel gehabt, der Philipp. Entschuldigung, aber der ist so abgeflogen. Herrlich! Oh, herrlich. Gefällt mir richtig gut. Wie er da. So eine, ja, Spaß beiseite jetzt hier. Oh, da gab's die Vitamin C-Bombe. Und Killuminati den Krip geholt hier. Ah, die wollen jetzt natürlich hier den Sack zumachen. Erste Map gewonnen. Die sagen jetzt hier sich. Team Talent frei, komm, push jetzt hier. Wir wollen die Scheiße hier holen. Entschuldigung, den Ausdruck. Ups, müssen wir auspiepen nachher. Keine Fäkalwörter hier. Was für ein Kill. Biggie und Killuminati hier zusammen. Und ein Rexor, mein Bester. Danke dir für den Follow. Ja, wie gesagt, alle, die noch nicht gefolgt haben, macht es. Der Virus hier, den Peschkin. Oh. Da kam, das müsste der, jawohl, Ayran wieder. Hat da zugeschlagen. 2 gegen 2. Nicht schlecht, Ayran alleine gegen Black Soul und den
Boah, Biggie hat da genommen. Die Verteidiger haben die Sicherung des Biobehälters unterbrochen. Und jetzt die Frage hier: Iron oder Blackbeard? Alias Black Soul. Da ist das Schild. Er hat das Schild gesehen. Machen, wie sie das anstellen. Also wirklich, Duell auf Augenhöhe. Auch der Black Soul lässt sich da nicht lumpen. Oh, er liegt! Respekt an Iron hier. Generell Team Infection, gut gemacht. Ja, was ist los mit dem talentfrei, Mensch? Macht doch nochmal hier, pusht doch nochmal euer Team hier. Wo sind denn alle? Bayern Girl und so. Macht doch nochmal hier richtig Power, unterstützt euer Team. Nuni, mein Hase. The Evolution ist auch wieder dabei. Die machen eine neue Show. Deswegen wurde das abgesetzt. Ah, ja, okay. Aber wie gesagt, ich fand das total geil. Dieses um die Welt reisen und so. Das war genau mein Ding. Und die Sachen so. Wie gesagt, am Samstag Schlag den Raab abgesetzt. Also die ganzen Sachen, die wirklich mal Sinn bringen. Ja, nur noch Assi-TV. Nur noch Brennpunkt im Leben. Und Assis im Brennpunkt und so eine Kacke. Ja, Entschuldigung, jetzt die Ausdrucksweise jetzt hier. Ich rede gerade wieder sehr vulgär. Wir sind natürlich im DSBL-Match. Nee, aber ihr versteht, was ich meine. Ja, nur noch RTL, RTL 2, alles geskriptet auf Krampf, finde ich nicht gut, ja, also, man muss nicht sehen, wie hier die Superleni irgendwelche kleinen missratenen Kinder da nicht richtig erzieht und dann hier irgendwie die Zigaretten der 12-Jährigen wegnimmt, braucht man nicht, ja, also wie gesagt, da fand ich Joko und Klaas einfach lustig, die haben ihre Sachen gemacht, hat Michael Jackson einen Tanz hier in einem Gefängnis gemacht, ja, und ja, wie gesagt, war einfach lustig. Wie gesagt, die beiden haben einfach alle zum Lachen gebracht, zumindest fast alle. Und ich fand's toll. Aber was soll's. So, jetzt hier, Garage bleibt zu anscheinend. Der Philipp wirft da noch die ein oder andere... Noch 10 Sekunden. Cam. Oh, noch nicht alle Wände gezogen hier. Ah, okay, sie haben die Dropper gemacht. Gut, alle drei Dropper. Dann gehen die Wände natürlich nicht ganz auf. Aber er ist wieder dabei. Mimimi mit seinem Schild. Und ja, ich bin mal gespannt, ob der ein oder andere jetzt hier auch noch ein... Ja, C4 hängt da schon an der Decke. Hätte er sich... Ja, er wartet jetzt. Er wartet jetzt. Hätte er theoretisch auch über die Cam machen können. Aber der Puls geht hier auf Nummer sicher und wartet. Da wird vorgedrohnt und jetzt könnte theoretisch gleich... Ja, ja, aber der Galaxy geht übers Fenster. Ah ja. Ist die Frage jetzt, geht er nach vorne? Ah, wenn der Terminator da jetzt kommt, wird er gleich geholt übers C4. Jetzt. Ah, er wartet aber noch. Er wartet noch, der Gute. Naja, Black Soul muss sich zurückziehen. Killuminati hat wieder zugeschlagen. Und der Peschkin auch. Also sie kommen jetzt hier nochmal. Thoralf, mein Bester. Danke dir für deinen Support und dein Follow. Coole Nummer. Ja. Da haben sie wieder Montagne. Ja, jetzt müssen sie sich zurückziehen. Da ist kein Vorbeikommen. Jäger will hinterlaufen wahrscheinlich. Naja, Doc jetzt hier muss ich da nochmal hochspritzen. Thatcher hat auch nicht mehr viel. Da ist er, der Thoralf. Danke dir. Vorsicht, EMP. Hat er ihn, die glaube ich, gerade in den Nacken geworfen oder sah das nur so aus? Herrlich. Oh! Biggie hat Iron weggezogen. Iron hier. Einer der wichtigsten. Mimimi ist auch noch da. Den müssen sie erstmal down kriegen. Sicherung des Behälters von Verteidigern. Ah, die Valkyrie jetzt hier. Und da ist jetzt nur noch Mimimi. Kriegt jetzt da Probleme. Wird gezogen vom Biggie. Schöne Runde. Geil, gefällt mir. So muss das sein. Und wieder fast 50 Zuschauer jetzt hier. 21.15 Uhr gleich. Wie gesagt, heute nur ein Match.
Morgen geht's weiter, morgen haben wir ein weiteres Match. Ich muss mal gucken, wer morgen dran ist. Ihr könnt natürlich alle wieder morgen einschalten. Und zwar morgen Abend, 20.30 Uhr, Atomix Galactics gegen VIP 6. Morgen mal. Und ja, könnt ihr definitiv einschalten. Ich würde mich freuen. Hier nochmal die Statistik und ich nehme nochmal einen Schluck. Und oh, da ist jetzt aber gleich alle. Ob ich das aushalte? Die Angreifer müssen den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. So. Sie haben sich auch für unten entschieden. Infection jetzt hier. Ist aber ein schönes Gameplay. Was wir heute Abend sehen, ist wirklich schön spannend, schön ausgeglichen. Beide Teams also hier Kopf an Kopf. Auch wenn jetzt hier wieder, ja, ich sag jetzt mal, die Jungs von Team Talentfrei im Kommen sind. Infection jetzt ja hier noch am Führen. Noli! Danke dir für den Support. Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Und mittlerweile 324 Follower. Wir sind auf dem besten Weg, die 500 zu knacken. Aufpassen auf den Spawntrap. Okay, Spawntrap hier nicht geplant. Ich muss nochmal durchbrechen. Ist ja wie in einer Sauna. Oh, Mimimi jetzt hier. Gegen Kilominati. Mimimi verzieht sich nach oben. Kilominati hat sich das Loch gemacht jetzt hier. Kann in die Cafeteria. Und da hinten wartet Krip. Krip hat aber wieder eine gute Position. Muss da vorsichtig sein. Der Kilominati, dass er nicht von Krip geholt wird. Oh, da kommt er runter. Mimimi. Schön, immer fast auf dem Kopf hier der Kilominati, also wirklich. Oh, Ash hat, Twitch hat da Probleme. Kilominati kommt zur Hilfe, schön. Der Call da von Peschkin gekommen. Kavaira! Sehr geil von hinten. Ich wusste doch, ich wollte sagen, die ist nicht am Streunern, aber na klar ist sie das. Super gemacht vom Virus hier. Oh, Philipp. Philipp hat den Galaxy geholt, aber Philipp liegt. Ja, sie werden jetzt den Philipp holen kommen. Ja, ja, Black Soul ist auf dem Weg. Virus war da nochmal mit seiner Kavaira und 45 Sekunden jetzt hier gleich noch zu spielen. Das heißt, sie müssen jetzt pushen. Du, also wie gesagt, Evolution, schau dir doch mal den Stream von gestern an. Das zweite Spiel von dem Stream. Da kannst du mal sehen, wie Bayern Girl spielt. Also wie gesagt, ich habe ja die Hoffnung an dem Abend da so ein bisschen aufgegeben und dachte mir so, oh, die Kleine, tut mir leid. Denn haut die da ein Ding raus, zieht da die drei und holt eine Runde, wo alle Männer down waren. Also die spielt schon sehr gut. Also die hat da schon sehr, sehr souverän gespielt. Also ich hätte es nicht erwartet von ihr. Und mein größter Respekt geht da raus. Oh, schön geholt die Kavaira. Es bleiben noch 5 Sekunden. Ah, 5 Sekunden, sie müssen jetzt rein. Oh, das ging hier wieder Schlag auf Schlag. Und jetzt hier wieder Biggie alleine. Nein, Biggie und Thatcher gegen Ayran. Ayran alleine. Ayran muss vorsichtig sein. Ah, Black Soul liegt ja schon. Das heißt, es ist ein 1 gegen 1. Biggie kommt noch live, Ayran hat noch was. Ja. Mal gucken, wie lange das jetzt hier geht. Biggie muss kommen, weil er der Angreifer ist. Virus ist tot.
und Ei ran. Behält hier die Nerven. Oh, er ist geblendet. Was? Oh, da ist er raus. Aber stark gemacht. Ayran hat die Nerven behalten. Respekt hier an Ayran. Hat er gut gemacht. Jeder andere hätte vielleicht da so ein bisschen den, ja, den Faden verloren. Aber Ayran hat ihn behalten. Zumindest die Nerven. Yannick ist auch dabei. Ich grüße euch. Lai oder alle wieder hier dabei. Wie gesagt, diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, einfach mal einen Follow da lassen. Ihr werdet es nicht bereuen. Wir sind auf dem Weg zu 500 Follower. Und wie gesagt, No Hand Esports Studio definitiv wird durch die Decke gehen. Glaubt mir, vertraut mir. Es wird hier definitiv weiter nach oben gehen. Und ich erzähle keine Witze. Es wird hier. Ich stream auch, wie gesagt, kleinere Teams. Das heißt auch vierte Liga. Egal, ihr seid ganz, ganz neu dazugestoßen. Ihr wollt gestreamt werden. Gar kein Problem. Ihr wollt mal ein bisschen bekannter werden. Kein Problem. Machen wir alles. Ja, also ist gar kein Problem. Und wie gesagt, Grüße nochmal hier an dieser Stelle. An, ja, es gibt drei offizielle, wir können ja mal anders ansetzen, anfangen. Es gibt drei offizielle Kommentatoren der DSBL. Unter anderem meine Wenigkeit, Maroti Gaming, der mitbekannteste und der echte Kommentator. Das heißt, Grüße gehen raus hier an die Kollegen. Und ja, wie gesagt, Maroti und der echte können natürlich nicht alles abdecken. Und da habe ich mir gedacht, unterstütze ich die beiden nochmal. Und ja, seitdem gibt es No Hand Esports Studio. So ist das Ganze so ein bisschen gekommen. Und anscheinend kommt es ja auch bei euch sehr gut an. Und ja, da haben wir Buddy Style und Mike TH. Ich danke euch für den Support, ihr Lieben. Ihr müsstet jetzt gleich angezeigt werden. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Die Angreifer müssen den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Da ist der Mike. Danke dir. Und Buddy Style müsste auch schon angezeigt worden sein, oder? Naja, Buddy Style ist schon. Ist jetzt hier Galaxy jetzt hier schon drin, ne? Ja, Camps sind alle aus. Ja, Black Soul. Und Philipp unten drin. Zwei hier im Raum. Killuminati jetzt hier hinten. Und sie kommen von hinten. Sie sagen sich, sie wollen jetzt von hinten oben rein. Sie wollen von hinten. Immer was ihr denkt, ey. Immer die Community. Seid so versaut. Ja, ich weiß, wie gesagt, sie ist wirklich, ja klar, das Team, man gewinnt ja immer nur im Team, wie gesagt, man ist immer nur, das ganze Team ist so stark wie das schwächste Glied im Team und wie gesagt, man holt die Sachen ja auch im Team, man kann auch gar keinen Kill haben, aber man supportet, man droht, man gibt gute Calls, also hier ist wirklich Teamplay angesagt und das ist halt, ja, da ist nichts mit Alleingängen, also es ist wirklich Teamplay, stark gemacht hier vom Virus. Also alle zusammen haben hier gerade schön in Illuminati gezogen. In die Mangel genommen. Biggie jetzt hier. Peschkin und Blacksaw kommt da jetzt. Oh, da hat er ein bisschen. Er zieht sich zurück. Sensor aktiviert. Er hat kein C4 mehr jetzt hier, der Puls. Oh, schön, der Peschkin. Und da geht's weiter. Ihr seid wirklich verrückt. Ein Follow nach dem anderen. Scooty Scoot und Norman Steel, mein Bester. Danke dir. Ich lade nach. Ah, da ist er. Scooty Scoot. Die Angreifer sichern den Behälter. Oh, da geht's weiter. Nur noch der Puls. Nur noch der Puls jetzt hier. Sie sichern aber schon, das heißt, er muss jetzt kommen. Es bleiben noch 10 Sekunden. Naja, da ist der Sack zu. Ja, wenn ich richtig gezählt habe, müsste diese Runde jetzt hier Infection gewonnen haben.
Jawohl. Ja, Glückwünsche gehen raus an Infection. Team Talentfrei hat sich aber auch wacker geschlagen und man hat gesehen, diese beide Teams nehmen sich hier nicht viel. Beide Teams auf gleicher Augenhöhe hier heute gewesen. Und wir schauen nochmal auf die Statistik. Und wir können ja nochmal den verschwitzten, dreckigen Körper anwerfen. Da ist er. Und ja, es ist mega warm. Es ist hier, es ist mega warm. Aber schönes Spiel gewesen. Wie gesagt, es hat mir gefallen. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt No Hand Esports Studio. Morgen habe ich euch gesagt, seid da dabei. Ja, was gibt's zu sagen? Meine Glückwünsche gehen hier natürlich an beide Teams raus. Beide souverän, eine Map gewonnen. Und ja, da kommt schon der nächste Follow rein. Den nehmen wir jetzt noch mit. Das ist jetzt hier der Yannick Sam. Yannick Sam, danke dir. Und ja, Cam hauen wir wieder aus. Wie gesagt, ist ja auch schon spät. Ne, geht mal alle Heierchen machen. Schlaf gut. Wie gesagt, Schuhe putzen nicht vergessen, damit ihr morgen hier nicht enttäuscht werdet, wenn der Schuh oder Stiefel morgen leer ist. Wünsche euch morgen definitiv. Ja, wir sehen uns ja morgen. Brauche ich heute noch nicht wünschen. Schönen Nikolaus, ist ja alles. Wir sehen uns ja eh bestimmt morgen. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, da ist der Yannick. No End Esports Studio, ich danke euch für, ja, die Community, für die Follows, für den Stream. Bis dahin, euer Nuni. Bleibt dran, bleibt sauber. Und denkt dran, kleiner Insider-NHG, anfassen.